Herzlich willkommen zu 5 Bildern, die kurz vorm Tod aufgenommen wurden. Manchmal gelingt einem im Urlaub ein guter Schnappschuss und man lichtet etwas ab, das man nicht erwartet hätte. Die folgenden 5 Bilder lichten ebenfalls etwas sehr Seltsames ab. Allerdings sind dies die letzten Momente vor dem Tod. Jane Wicker. Jane Wicker war eine talentierte Wingwalkerin und ein Star in dieser Szene. Wingwalker sind meist junge Frauen, die auf alten Sportflugzeugen während des Flugs auf den Tragflächen spazieren und manchmal sogar tanzen. Zusammen mit ihrem Ehemann und Piloten entwickelte sie immer mehr neue und spannende Kunststücke und führten diese auf verschiedenen Events vor. 2013 bekam sie dann einen Auftritt bei der Vecten Dayton Air Show in Amerika, wo dieses Foto entstand. Auf dem Foto zu sehen ist Jane Wicker, wie sie auf dem Flügel des Flugzeugs sitzt. Der Trick, der gerade performt wird, funktioniert, indem sich Jane erst am Flugzeug festhält, ihr Mann dann das Flugzeug dreht und sie somit auf dem Fallschirmflugzeug sitzt. Dieser Trick wurde häufig von ihnen geübt, doch Sekunden nach diesem Bild krachte das Flugzeug ohne einen sichtbaren Grund mit den Flügeln auf dem Boden, wo Jane saß, und sowohl Jane als auch ihr Mann starben vor Tausenden von Besuchern. Carl Williams. Dies hier ist der mehrfache Mörder und einer der führenden Bosse des Drogenkartells in Australien. Nach Jahren seiner Verbrechen, wo er Diebstähle beging, Menschen ermordete oder verstümmelte, wurde er letztendlich von der Polizei gefasst und in Melbourne, Australien ins Gefängnis gebracht. In diesem Gefängnis entstand da durch eine Überwachungskamera dieses Foto, wie Carl Williams ruhig vorne an einem Tisch sitzt, seine Zeitung liest und seinen Kaffee trinkt. Doch kurz nach diesem Foto der Überwachungskamera starb er. Wenn man sich das Bild genauer ansieht, sieht man im Hintergrund seinen Mithäftling, Charles Johnson, der eine Eisenstange in der Hand hält. Mit dieser Eisenstange schlug er wenige Sekunden später auf Carl Williams ein und tötete ihn damit. Warum er das tat, ist nicht bekannt. Die häufigste Theorie hingegen ist, dass es Gangrivalitäten zwischen den beiden gab. Stachelrochen. Wer an gefährliche Lebewesen aus dem Meer denkt, der denkt wohl eher an Haie oder Killerwale. Doch auch Rochen oder besonders Stachelrochen sind eine echte Gefahr für alle Urlauber und Taucher. Dieses Foto zeigt eine Urlauberin, die gerade von einem Stachelrochen angegriffen wird. Und dieser Stachelrochen hat sich sogar schon bis auf ihren Rücken hochgekrochen. Ihre Freunde im Hintergrund, mit denen sie schwimmen ist, freuen sich noch darüber, dass ihre Freundin schreit und scheinbar Angst hat. Doch was sie jetzt noch nicht wissen, ist, dass dieser Rochen sie gerade tödlich verletzt, indem er seinen langen Stachel durch ihren Rücken sticht und sie mit seinem Gift infiziert. Dieses Bild zeigt gut, dass manche Situationen gefährlicher sind, als man erst einmal denkt. Danny Parley. Guckt euch dieses Foto an und überlegt kurz, was hier zu sehen ist. Etwa ein Mann, der weinend zusammenbricht? Oder ein Mann, der gerade von einem Polizisten angeschossen oder erschossen wurde? Alles falsch. Dieses Bild hätte keine Millisekunde später aufgenommen werden dürfen. Denn dieser Mann, der hier zu sehen ist, fällt nicht einfach um. Er sprang gerade von einem Hochhaus und ist kurz davor, auf den Boden aufzuschlagen. Dieses Foto wurde in Millisekunden aufgenommen, bevor der Mann auf den Boden aufschlägt und stirbt. Der Polizist vor ihm hat mit der ganzen Situation nicht mehr was zu tun. Er war nur dafür verantwortlich, alle Menschen aus der Gefahrenzone fernzuhalten, damit sich niemand verletzt. Kommen wir nun zum letzten Bild. Petra und Gary Slock. Das folgende Bild zeigt die Mutter Petra und ihren Sohn Gary Slock auf dem Weg in den Urlaub im vergangenen Jahr. An sich ist dies ein ganz normales Bild aus einem Flugzeug, bis man erfährt, dass dieses Bild an Bord des Fluges MH17 der Malaysian Air gemacht wurde. Für alle unter euch, denen dieser Name nicht sagt, MH17 wurde letztes Jahr von russischen Separatisten über der Ukraine abgeschossen. Das Foto von Petra und Gary Slock wurde anschließend auf einem Handy in den Trümmern entdeckt. Laut der Uhrzeit, die angezeigt wurde, wurde dieses Bild wenige Minuten vor dem Absturz gemacht und zeigt noch einen der letzten Momente, wo alle Passagiere lebten. Das war diese Liste. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.